Jetzt steht letztens eine Frau, jetzt geht's los, jetzt steht letztens eine Frau in Köln in der Fußgängerzone. Ich würde euch erstmal was fragen. Stellt mal vor, ich würde mich hier hinstellen und ich würde sagen, oh, da komme ich nachher zu. Erinnere mich bitte das Beispiel mit dem Christentum. Okay. Stell dir vor, ich würde mich hier hinstellen, würde sagen, im Christentum ist es eine der besten Taten, seine Tochter zu vergewaltigen. Derjenige, der seine Tochter vergewaltigt, kriegt die höchste Stufe im Paradies. Das ist nur ein Beispiel, das ist natürlich falsch, das ist nicht so im Christentum, wenn nicht, dass ihr wieder falsch versteht. Jedenfalls, und derjenige, der das macht, kriegt die höchste Stufe im Paradies. Und lassen Sie sich nicht einreden, das hey, wäre nicht vom Christentum. Doch, es ist vom Christentum. Denn in Deutschland kriegen viele Kinderschänder nur geringe Haftstrafen, bis zu 3 Jahren, dann kommen sie wieder raus. Das ist der Beweis. Stell dir vor, ich würde das erzählen. Hör mal. Da wäre ich der größte Hassprediger aller Zeiten. Und das ist falsch, das ist eine Lüge, wäre ja eine Lüge, klar. Guck, da steht eine Frau in Köln in der Fußgängerzone. Ja? Und wisst ihr, was die sagt? Die sagt, der Ehrenmörder und seine Mutter sind im Islam in der höchsten Stufe des Paradieses. Lassen Sie sich nicht erzählen, das wäre nicht vom Islam. Derjenige, der seine Schwester umgebracht hat in Berlin, der ist bei den Muslimen im Gefängnis ein Held, weil er seine Schwester auf offener Straße erschossen hat. Und lassen Sie sich nicht erzählen, das wäre nicht vom Islam. Denn in Jordanien, Marokko und einige andere Länder kriegt derjenige, der seine Schwester umbringt, nur 1 bis 3 Jahre Gefängnis. Oder irgendwie so eine Zahl. Stell dir vor. Das kann, hier kann jeder erzählen, was er will. Wozu führt das? Das ist die größte Hasspredigt aller Zeiten. Das führt dazu, dass die Deutschen sagen, was sind die Muslime denn für Schweine? Ja, natürlich. Der sagt hier, der Beste ist der, der seine Schwester umbringt. Was ist das für eine Religion? Sagt er. Ich wollte euch mal fragen, glaubt hier irgendjemand, dass derjenige, der seine Schwester umbringt, die höchste Stufe im Paradies bekommt? Wer glaubt das? Keiner? Ja, hör mal. Ihr müsst mal Nachhilfeunterricht bei der Frau nehmen hier, Frau D. oder wie sie heißt. Und wer glaubt, dass das eine der riesengroßen Sünden ist? Ja, aufzeigen. Aufzeigen. Handler, komisch, ne? Und bei wem hat derjenige, der seine Schwester umbringt, eine geehrte Stellung? Aufzeigen. Wie? Und bei wem ist der seine Schwester umbringt, ein Verbrecher? Ja, hier, das sind die Schüler vom Hassprediger Pierre Vogel hier. Guck mal. Nee, ich mache nur Spaß. Also ihr seid meine Freunde, Alhamdulillah. Nee, aber du musst dir das doch vorstellen, was für eine Lüge. Wisst ihr, was die dann erzählt? Wisst ihr, was sie dann erzählt? Dann erzählt sie, Frauen, die ohne Kopftuch rumlaufen, sind für Muslime Prostituierte. Und es ist ihnen im Islam erlaubt, diese Frauen zu vergewaltigen. Kannst du dir das vorstellen? Das erzählt die. Stell dir vor, ich würde erzählen, im Christentum ist es erlaubt, die muslimischen Frauen zu vergewaltigen. Beweis haben wir in Irak. Amerikanische Soldaten. Stell dir vor, würde ich erzählen. Stell dir vor, sowas würde ich sagen. Da bist du direkt weg vom Fenster. Und dann erzählt die ein Beispiel. Da war ein Imam in Australien und der hat gesagt, das Beispiel bringt die. Wenn es überhaupt stimmt. Ja, ein Stück Fleisch. Wenn man ein Stück Fleisch einem Löwen vorwirft, wer ist dann schuld? Der, der das Stück Fleisch vorgeworfen hat? Oder der Löwe? Das ist der Beweis, dass man die Frauen vergewaltigen darf. Hallo! Da kannst du sagen, Neurologe! Was will der damit sagen? Hat er hier gesagt, dass man die Frau vergewaltigen darf? Nee, er wollte nur damit sagen, dass man dafür sorgen soll und die Kinder erziehen soll, dass sie sich auch schamhaft anziehen. Aber natürlich versteht man gerne Sachen falsch.
Also du siehst, in Deutschland kannst du erzählen, was du willst, wenn es um Islam geht. Aber wehe dem hier. Guck, ich habe nichts, nichts gemacht hier. Ich bin der schlimmste Public Enemy Number One hier. Das siehst du ja. Warnung! Alarmglocken! Subhanallah, was ist los? Ja, ja. Ja, ja, das meine ich ja. Public Enemy Number One. Für nix. Weil ich den Menschen erzähle, sie sollen hier keine Luft jagen. Hier. Am besten sagst du gar nichts mehr. Subhanallah. Ich mache einen Vortrag, um die zu retten. Ich mache einen Vortrag, um die zu retten, und die kommen mir so. Das glaubt dir kein Mensch.